Heute wollen wir mal einen MSR-Ableiter der TTC-Ableiterfamilie einbauen. Ja. Und diese TTC-Ableiterfamilie zeichnet sich dadurch aus, dass sie super schmal ist und dementsprechend überall dort eingesetzt werden kann, wo ich viele Signale auf wenig Platz schützen möchte. Okay, dann lass erst mal gucken, wie der ausgeliefert wird. Der TTC ist in so einer Kunststoffverpackung. Genau. Und auf der Verpackung sind schon mal Informationen wie Artikelnummer, Name, klar. Dann Abisolierlänge und zum Beispiel, welcher Schraubendreher verwendet werden darf. Ganz genau. Ja, dann pack doch mal aus. Okay. Ja, das ist ja eine coole Schere. Ich wusste gar nicht, dass wir sowas auch im Portfolio haben. Ja, Elektrikerschere. Mit der kann man auch 6 Quadrat flexible Leitungen schneiden. Ja, das ist ja cool. Aber genug der Werbung. Lass uns mal gucken, was in der Verpackung noch drin ist. Ja, da ist einmal der Ableiter. Mhm. Und auf dem Ableiter stehen Anschlussinformationen, wie zum Beispiel Nennspannung, Nennstrom. Und ein Schaltbild, wie ich den Ableiter anschließen muss. Genau. Und zusätzlich findest du ja hier noch den QR-Code. Ja. Da sind tiefergehende Informationen hinterlegt zur Installation von dieser TTC-Ableiterfamilie. Mhm. So, und wir wollen den ja mal installieren. Und dazu habe ich mal diesen Musteraufbau vorbereitet. Wir haben einmal einen Windsensor, der liefert uns ein analoges Signal, was von der Steuerung ausgewertet wird. Ja. Und wir wollen jetzt den Eingang der Steuerung schützen. Eingang der Steuerung, okay. Jetzt steht hier auf dem Ableiter Protected und Unprotected, also geschützt und ungeschützt. Ganz genau. Jetzt würde ich auf die geschützte Seite, was ich schützen möchte, die Steuerung setzen. Richtig. Und auf die Unprotected Seite den Windsensor ganz zum genau. Beispiel. Mhm. Warum unterscheidet man überhaupt noch bei MSR-Ableitern Protected und Unprotected? Ja, das liegt daran, weil die MSR-Ableiter, anders als die Stromversorgungsableiter, mehrstufig aufgebaut sind. Mhm. Und damit die Koordination der einzelnen Bauteile funktioniert, ist natürlich die Einbaurichtung wichtig. Okay. Und die Klemmen, die sind hier nur mit Nummern nummeriert. 1, 2, 3, 4. Woher weiß ich zum Beispiel, wo der Windsensor angeschlossen wird? Ja, du hast ja schon gesehen, die Innenbeschaltung ist auf dem Produkt drauf gedruckt. Ja. So, und du musst dir das so vorstellen, ne, mehrstufig habe ich gesagt, am besten man orientiert sich an der Diode. Die Diode muss immer zwischen den aktiven Leitern geschaltet sein. Ja. Das heißt, in unserem Fall würden wir jetzt die Klemmen 1, 2 und 4 und 5 verwenden. Mhm. Okay, also auf die 1 und 2 unprotected Seite mache ich die Leitung aus dem Feld vom Windsensor. Mhm, genau. Okay. Jetzt sehe ich hier noch so eine Funktionsanzeige. Ja. Und dann gibt es ja auch noch die Möglichkeit der Fernmeldung. Richtig, ganz genau. Gibt es ein separates Set dazu. Mhm. Dazu haben wir auch schon mal ein Video gemacht, wie man das anschließen muss. Okay, dann bau doch einfach mal ein. Dann also auf die 1, 2 den Sensor, die unprotected Seite. Und auf die protected Seite die Steuerung. Okay. Mache ich hier die 1 und die 2. Das ist die Leitung vom Sensor. Genau. Zwei. Eins. Und dann die geschützte Seite. So. Und die fünf. Genau. Das ist ja jetzt mal so ein Ableiter mit der Push-In-Technik. Gibt es natürlich auch mit Schraubanschluss. Und die kommt dann auf die Steuerung. So. Okay, das passt. Allerdings, so wie wir es jetzt aufgebaut haben, schützen wir nur den Eingang der Steuerung. Und nicht den Windsensor. Wenn du den Windsensor geschützt haben möchtest, müsstest du den gleichen Ableiter nochmal direkt vor dem Windsensor installieren. Mhm. Ja, dann ist also eine Installation von so einem TTC-MSR-Ableiter einfach, wenn man weiß, worauf man achten muss. Ganz genau.